Wenn wir Dinge haben, wir drei haben, dann wird das wie im Sport ausdiskutiert, weil sonst ist man, geht man unter. Wie die zusammenhalten, und das ist schon also sehr beeindruckend. Ja, die Firma bedeutet mir persönlich unheimlich viel, weil ich mein ganzes Arbeitsleben in der Firma verbracht habe. Unternehmen zu präsentieren, was ja 100 Jahre alt wird, das gibt's in unserer Branche eher selten. Ja, ich habe ja auch jetzt von den 100 Jahren 56 Jahre in der Firma mitgelebt. Wenn wir etwas zusagen, dann machen wir das auch. Und das kann man nur, wenn man sich auf seine Leute komplett verlassen kann. Erfüllt mich mit Stolz, bin ich ganz ehrlich, ja. Erfüllt mich mit Stolz. Das hat mich auch schon während der Ausbildung motiviert, dass ich wirklich Vollgas gebe, weil man mir auch Perspektiven gegeben hat. Also wie man sich vernünftig anstellt, hat man echt viele Möglichkeiten, auch weiter bei Langhaus zu bleiben, eingesetzt zu werden und auch in den Bereichen, die einen Spaß machen. Natürlich renne ich auch in meiner Freizeit rum und sage, mit meinem Bruder mache ich das. Ja, klar. So, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinen Chefs. Ja, es ist einfach so, dass die Mitarbeiter das wichtigste Gut sind, das wir haben. Mitarbeiter sind, glaube ich, das wichtigste Potenzial. Also das ist kein hierarchischer Führungsstil, sondern konstruktiv, würde ich sagen. Der Spirit und der Spaß gehört dazu. Und das wird gelebt von oben, von Ralf Langhorst bis unten zum Auszubildenden. Und das merkt man einfach. Und je länger wir im Unternehmen sind, umso wichtiger wird auch diese soziale Verantwortung, die man hat. Man bildet nicht nur aus, und das ist bei uns schon gar nicht so, dank Rainer und dank auch unserer Ausbildungsbeauftragten, da haben wir mehrere, dass wir Auszubildende einstellen, wie es ja in manchem anderen Gewerbe der Fall ist, um billige Arbeitskräfte zu haben. Das ist genau das Gegenteil. Die werden sofort mit Aufgaben versehen. Und wenn sie dann ins Unternehmen hereinkommen, haben wir auch hier jetzt junge Leute mittlerweile auf Geschäftsleitungsebene dabei, die eigene Verantwortung tragen und die sie auch übernehmen wollen. Also wohlgefühlt habe ich mich eigentlich immer in der Firma, weil man ist so auf Augenhöhe mit allen, also auch mit der Geschäftsleitung. Man fühlt sich gewertschätzt, ja, also man fühlt sich irgendwie als Teil einer großen Familie. Wir sind sehr stolz auf die Mitarbeiter, die das natürlich alles mit unterstützen und geschafft haben. Ich kann für meinen Bereich mal sprechen. Ich habe immer Leute am Tisch und bespreche, wenn ich irgendwie Probleme habe oder was Neues ansteht, nehme ich immer die Mitarbeiter mit, die dann da in Frage kommen, und diskutiere das aus, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Und das kommt immer gut an. Also Ralf als Chef ist ein toller Chef. Also ich könnte mir keinen besseren wünschen. Er hat wirklich auch immer ein offenes Ohr für einen, und wie gesagt, er bewegt sich total auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern. Und auch Rainer und Michael sind echt super Zweitchefs, sag ich mal. Also die sind auch klasse. Und früher auch Günther Langhorst, Seniorchef, mit dem habe ich auch noch zusammengearbeitet. Er war auch ein sehr toller Mensch. Den habe ich in meiner Ausbildung kennengelernt. Und ja, der war auch schon ein großartiger Mensch. Also die ganze Firma Langhorst sind alles sehr liebenswerte Menschen, mit denen man wirklich gerne zusammenarbeitet und für die man auch gerne arbeitet. Bei uns sind
gerade die Auszubildenden auch keine Nummer. Also man hat da dann andere Unternehmen, große Unternehmen mit viel, viel mehr Mitarbeitern. Und da merkt man schon, wenn es da mal Probleme gibt oder so. Ich hatte auch mal einen Fall, da kann man bei uns, hat man immer einen Ansprechpartner. Also egal, was für Probleme man hat, man kann immer mit den Chefs reden oder auch mit den Kollegen reden und sagen, hey, ich habe hier jetzt einen Engpass, gibt es da eine Möglichkeit, können wir da irgendwie was machen? Und das, also man ist halt einfach keine Nummer bei uns. Das ist so, finde ich, das, was im Vergleich gerade zu größeren anderen Betrieben wirklich hervorsticht. Ja, interessante Geschichte. Das ist vielleicht das, wo man meinen beruflichen Werdegang schon ablesen kann. Ich war schon immer fasziniert von LKWs und Anhängern und habe dann also auch früh mit meinem Vater besprochen, dass ich eigentlich eine technische Ausbildung machen will. Und mein Vater hat gesagt, okay, das finanziere ich dir auch. War damals der beste Geselle in Bremen, was mir auch sehr wichtig war. Und habe dann ein Studium Maschinenbau erfolgreich abgeschlossen. Und auch da hat mein Vater gesagt, okay, du kannst so lange hier wohnen bleiben. Wir finanzieren das so weit, wie wir uns das möglich ist. Weil, wie gesagt, Ralf hat es vorhin schon angesprochen, Geld war eigentlich nie viel da bei uns zu Hause. Was fällt mir zu dem Bild sonst noch ein? Links steht unser Opa. Ja. Das ist in der Regensburger Straße in Findorf. Wenn man heutzutage mit solch einer Beladung und solch einer Technik durch die Gegend fährt, dauert das, glaube ich, 25 Sekunden und man ist zu Recht sofort im Gefängnis. Aber so fing das damals an. Ganz stolz, der Schriftzug, der hing auch damals schon so an unseren Pferdedecken, also an unseren nicht, sondern an den Pferdedecken noch unseres Uropas. In der Zeit vor uns, 1919, Ende des Ersten Weltkriegs, völliges Chaos in Deutschland, Beginn Weimarer Republik. Und dann die ganzen Wirren, dass mein Opa da überhaupt, oder mein Uropa damals überhaupt die Idee hatte, ein Unternehmen zu gründen. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt bis heute kaum. Ich habe da mal einmal drüber nachgedacht. Es war kurz nach dem Friedensvertrag von Versailles. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Kopf rumsponn bei den Menschen nach dem Motto, jetzt ist endlich Schluss mit diesem elendigen Krieg. Jetzt gibt es wieder einen Neuanfang, ist Hoffnung. Der hatte nichts, der ist also quasi wirklich angefangen mit nichts. Und wir haben dann ja in einer wirklich schweren Phase, also das war 29 Weltwirtschaftskrise, also eine schlechtere Zeit konnte man sich ja eigentlich kaum aussuchen, um ein Unternehmen zu gründen. Ist es so, dass er das irgendwie auf die Reihe bekommen hat, da mit Pferd und Wagen zu wachsen. Hundert Jahre ist eben eine sehr lange Zeit, wenn man überlegt, welche Dinge Weimarer Republik, Dritte Reich und so weiter, was sich da ereignet hat, Entwicklung der Bundesrepublik, da immer die Firma positiv am Laufen zu halten, ist schon eine Leistung aller Generationen. Und man sieht ja im Moment auch, dass es auch erfolgreich fortgeführt wird. Aber es ist schon ein Respekt, den man vor dieser Jahreszahl hat. Ja, es war eigentlich unser Opa, der auf die Container gesetzt hat am Anfang. Die Container entstanden, da ist er, Sealand, 1966 bis 1982, ja. Es war im Mai 1966, da kam das erste Containerschiff, die Fairland hieß die, im Neustädter Hafen an. Hatte, glaube ich, so 100 Container drauf. Das war für deutsche Verhältnisse völlig unbekannt. Also mein Opa war auch damals noch im Fachverband aktiv hier in Bremen. Da haben die gesagt, so ein Sheet aus Amerika, was wollen wir denn damit? Das war also völlig verpönt, überhaupt über einen Container nachzudenken. Die wussten teilweise gar nicht, wie sie ihn aufmachen müssen. Beck & Co. war Großkunde, weil es war auch das einzige Fahrzeug, was wir hatten, noch mit CE sehe ich gerade hier. Und wir hatten dann ein Volumen von einem Container pro Woche. Das hat noch kein Mensch, es gab eine Firma, die das schon gemacht hat. Wir sind jetzt nicht der Erste gewesen, aber wir waren so in diesen ersten Zeiten komplett mit dabei. Das war mein Opa, der den Mut hatte, so machen wir das, was Neues, das kommt. Wir haben immer ein Auge und ein Ohr auf dem Markt und wir haben ein gutes Gespür immer dafür gehabt, wie der Markt sich entwickelt und haben uns eigentlich schon immer zeitnah dahingehend weiterentwickelt und spezialisiert, sodass, wenn der Kunde irgendwann mit der Anforderung kam, wir gesagt haben, das können wir schon. Musik.
Tja, Conny Möller. Ja. Conny, da bist du mit drauf. Hast du sogar noch Blumen in der Hand, Conny? Ja, ja, da reiße ich das ganze Bild wieder raus, ne? Kann man sagen, ne? Ja, stimmt. Ne? Ja. Okay. Machen wir. Super. Naja, also ein Hauptgrund natürlich war, dass wir damals in Bremen-Findorf, wo wir eigentlich unseren Firmensitz hatten, nicht bleiben konnten. Das heißt, wir mussten uns Alternativen suchen. Ja, also die drei Generationen ja eigentlich beschlossen, dass wir dann doch eigentlich den Schritt ins GVZ wagen können. Aber zu Horst nochmal eben, also Horst ist ja derjenige, wir sind dann 1985 ins GVZ gezogen. Und das war ja freie Pläne früher und wir mussten also ganz neu anfangen mit Pflasterung. Und Horst war derjenige, der also die ganzen Pflaster alleine schon gefahren hat. Steine fahren. Das war ein interessanter Job, ne? Ja. Ja, ich habe da erstmal ein bisschen so reingerochen da, ne, mitzumachen. Das war ja so, ich bin ja als LKW-Fahrer angefangen. Dem wurde das Lager ja dann anschließend aufgebaut. Naja, gut. Habe ich da so ein bisschen mitgewirkt und dann ja, habe ich mal versucht, wie so ein Gabelstapler funktioniert und es klappte. Und da bin ich dann bei geblieben. Ne? Macht dich natürlich auch ein bisschen stolz, dass du immer dabei warst. Ja, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, natürlich keine 100 Jahre, aber. Nö, nicht ganz. 39 sind es dann. Ne? Ja. Und das GVZ hat sich dann so positiv entwickelt, dass nach 4 Jahren zum Beispiel die Firma Langhorst, einer der allerersten im GVZ, zu mir kam, können wir nicht von dem Nachbargrundstück 5.000 Quadratmeter noch zusätzlich erwerben. Das ging aber nicht, weil diese 10.000 oder 15.000 Quadratmeter verkauft waren. Naja, dann hat er mich also jeden Tag angerufen und gelöchert und hat gesagt, Mann, die bauen immer noch nicht, wieso können wir das denn nicht kriegen? Naja, und dann habe ich ihn dann überredet und habe gesagt, Günther, wir machen eins, wir verkaufen deine Anlage, die er gerade neu gebaut hat vor 4 Jahren, und du baust hinten neu. Da hat er gesagt, Conny war ja immer schon ein bisschen bekloppt, aber jetzt ist er so total durchgedreht. Er meint, wir sollen das hier verkaufen und nach 14 Tagen rief er mich an, da sagt er, Konrad, war das eigentlich wirklich dein Ernst, dass wir die Anlage verkaufen können? Meinst du, wir finden jemanden? Ich hatte schon jemanden, der diese Anlage kaufen wollte. Und dann hat die Firma Langhorst hinten neu gebaut, im hinteren Teil des GVZ. Und das war auch ein Segen, denn anschließend brauchten sie die Fläche dringend. Es war eine ganz stürmische Entwicklung. Und das macht mich auch so ein klein wenig stolz, dass das also so absolut positiv gelaufen ist. Naja, auf jeden Fall war eben insbesondere Ralf ja nicht nur mit seinem Vater Investor, mit seinen Brüdern, mit der Familie, sondern auch erster Geschäftsführer der Güterverkehrs- und Entwicklungsgesellschaft. Damit also auch der Motor der Gemeinsamkeit im Güterverkehrszentrum. Es geht ja nicht nur um Immobilien und LKWs, es geht ja auch um Synergien, um Kooperation, um Gemeinsamkeit. Insofern war Langhorst schon mit einer der Initiatoren des Güterverkehrszentrums in Bremen und vor allen Dingen einer der Promotoren und Treiber der ganzen Geschichte. Da habe ich einen Crashkurs, also so eine Art Waschmaschinenkurs über 10-12 Jahre bekommen von erfahrenen Menschen. Ich war damals locker immer 20-25 Jahre jünger als mein Aufsichtsrat, den ich um mich herum hatte. Und als ich abseits Papa krank wurde und in die Richtung ging, habe ich Hals über Kopf diese Beschäftigung da als Geschäftsführer beendet. Bin da aber noch ehrenamtlich tätig in einigen Beiräten. Und das sind eigentlich im Nachhinein für mich, für das Haus Langhorst, unheimlich viele Flöcke, die ich da schlagen ganz konnte. Richtig. Allein in meiner Qualifizierung, ich habe so viel gelernt von diesen Menschen dort, das hätte ich auf keiner Schule der Welt lernen können. Das ist das, was ich mit diesem Bild persönlich verbinde. Ich bin ja nun 1,5 Jahre vor meinem Rentenbeginn. Und gerade diese 12 Jahre, 13 Jahre, die es dann sein werden, möchte ich in meiner beruflichen Karriere nicht missen. Denn es ist eine vollkommen andere Erfahrung. Loyal, vertrauensvoll, familiär, möchte ich wirklich nicht missen. Ich wünsche Ihnen, dass die nächsten 100 Jahre genauso werden wie die letzten 100 Jahre, dass das, was der Vater mit seinen 3 Söhnen hinbekommen hat, dass das auch in einer zukünftigen Generation so weitergeht und dass in 100 Jahren hier jemand anders sitzt und die Geschichte weitererzählen kann. Dass das so weitergeht und so weiter, wie in dem Stiefel auch weiter arbeiten können. Die Mitarbeiter sind ja auch dafür da, dass das alles so ein bisschen ins rechte Lot gerückt wird da, nicht? Tradition ist nicht das Tragen der Asche, sondern ist das Aufbewahren
und das Weitergeben des Feuers.